Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Update aus der Reha. Meine Stimmung ist nicht mehr ganz so gut, weil ja, mir hier ziemlich Stress gemacht wird mit dem Zunehmen. Also hier ist wohl Voraussetzung ein BMI von 17, wobei die auch im Vorhinein schon wussten, dass ich den nicht habe. Und genau, dann kam er mir jetzt damit, dass ich bis zur nächsten Woche 1 Kilo zunehmen muss und ansonsten werde ich aus der Klinik geschmissen. Also gar keinen Druck natürlich, mit einem Gewichtsvertrag, was ich alles nicht mehr darf, dass ich keine Treppen steigen darf, dass ich natürlich gar keine Bewegungstherapie mehr machen darf, dass ich nicht wandern darf, nicht walken darf, nicht laufen darf, nix, gar nichts. Was ich im Übrigen vorher sowieso auch nicht so viel gemacht habe. Also ich gehe wie zu Hause auch zweimal die Woche 20 Minuten Sport machen und das war's. Kann man jetzt nicht exzessives Sport treiben. Nennen, die mich länger verfolgen, wissen ja auch, dass ich 2 Jahre komplett gar keinen Sport machen konnte und mich dementsprechend eigentlich gefreut habe, dass wieder ein bisschen was geht. Und ja, genau, ich werde ja auch gefühlt nicht richtig ernst genommen mit meinen Diagnosen. Ich bin ja eigentlich hier wegen ME/CFS, also dem chronischen Erschöpfungssyndrom. Natürlich auch in dem Zusammenhang mit depressiven Verstimmungen, die nicht da wären, wenn ich körperlich gesund wäre und mein Leben leben könnte. Ganz klar. Aber offensichtlich und vor allen Dingen nicht nur die damalige Anorexie-Diagnose wurde rausgekramt, sondern auch irgendwelche Zwänge, die ich mal hatte oder ja, andere Dinge halt, die mich extrem belasten, wo ich einfach heute nichts mehr mit zu tun habe, sozusagen. Weswegen ich auch nicht hier bin. Und in den Sachen, wo ich mir Hilfe wünsche, hilft man mir aber aktuell nicht. Und ja, das wurmt mich ziemlich und das macht mich wütend und sauer. Genau, und kleiner Hustenanfall, aber jetzt geht's weiter. Kleiner Hustenanfall. Aber auf jeden Fall war ich gerade in der medizinischen Zentrale und habe der Pflegekraft nochmal gesagt, wie ich mich fühle. Ich ärgere mich auch über mich selbst, dass ich das Ganze unterschrieben habe, weil ich am Donnerstag, als es war, einfach nur dachte, Mensch, ja, ich komme doch hier mit den Mitpatienten gut klar. Die Therapien finde ich auch sinnvoll, die helfen mir auch. Ich komme mit meinem Bezugstherapeuten gut klar. Ja. Und ich hatte gerade den Plan für mich so abgeändert, dass er mich nicht mehr so stresst. Also ich habe mir bestimmte Sachen rausnehmen lassen, die mich überfordert haben. Ja, und war zu sagen, von diesem anfänglichen Stress, den ich hatte, war ich echt viel auf dem Plan hatte, so runtergefahren. Und ich dachte, okay, jetzt kann ich hier ankommen, jetzt kann ich mich entspannen, jetzt kann ich an mir arbeiten. Und dann kam mir 2 Tage später der Oberarzt mit Wiegen. Mit Zwischenmahlzeiten, also eigentlich quasi wie in einer Essstörungsklinik, wurde dann aber auch gesagt, ja, sie kontrolliert ja keiner. Also, Und es ist hier vor allem keine Klinik für Essstörungen, allerdings halt auch nicht für ME/CFS, weswegen ich von Anfang an dachte, dass ich hier falsch bin. Naja, nichtsdestotrotz versuche ich das jetzt zu klären, aber ich muss sagen, wenn man mich halt weiterhin unter Druck setzt, dann gehe ich freiwillig, beziehungsweise dann lasse ich mich halt rausschmeißen, weil abbrechen tue ich das Ganze nicht, wegen der Agentur für Arbeit. Ich bin ja quasi hier quasi auf Zwang, wie ich gesagt habe, aufgrund von der Agentur für Arbeit, weil ich ja arbeitsunfähig bin und die hier quasi meine Arbeitsfähigkeit überprüfen sollten. So wurde es mir jedenfalls von dort gesagt. Soweit, so gut. Ich kann halt nur sagen, dass aktuell es mir deutlich schlechter geht als zu dem Zeitpunkt, als ich in die Reha gekommen bin. Ich habe die letzten Nächte 3 Stunden geschlafen. Ich bin die ganze Zeit innerlich am Zittern. Ich habe hier übrigens auch eine ganz krasse Hyperhidrose wieder entwickelt. Zu Hause hatte ich das ja wirklich gar nicht mehr. Das habe ich auch gesagt, dass ich das quasi fast geheilt hatte und halt mit dem extremen Schwitzen nichts mehr zu tun hatte. Und es ist auch tatsächlich so gewesen, außer halt bei Temperaturen über 27, 28 Grad. Aber so im Winter habe ich halt gar nicht mehr geschwitzt. Also normal, beim Sport halt. Und hier bekomme ich durch diesen ganzen Stress, durch die Anspannung, wirklich Schweißausbrüche am ganzen Körper. Ich kann dreimal am Tag duschen, weil nach emotionaler Belastung oder nach Druck das komplette T-Shirt ist nass geschwitzt. So mega unangenehm. Ich habe ja auch schon mal gewaschen.
Deswegen, weil mir die Klamotten ausgegangen sind und habe natürlich auch wieder ein bisschen Magen-Darm-Beschwerden, also psychosomatisch, wie ich auch schon einen Monat, bevor ich in die Reha gekommen bin, hatte. Und dieser ganze Druck und dieses Nicht-Schlafen, dieses Dauer-Angespannt-Sein, diese Magen-Darm-Probleme, das ist halt total kontraproduktiv, weil ich möchte auch von mir aus zunehmen. Und hätte man zu mir gesagt, Frau Kappus, Sie haben ja Untergewicht. Sie müssten auch vielleicht zunehmen, damit es Ihnen besser geht, was ich auch selber weiß und auch selber will. Wie können wir Sie dabei unterstützen? Hätte ich gesagt, ja super, dann hätte ich mit der Ernährungsberaterin gesprochen, was ich noch für Snacks essen kann oder was man halt am Bewegungsprogramm rausnehmen kann, mit dem Physiotherapeuten gesprochen, wie man vielleicht langsam Muskeln aufbauen kann. So in Abstimmung damit, um mich halt auch körperlich wieder aufzubauen. Das ist im Übrigen mein Wunsch. Ich fand mich immer schöner mit mehr Gewicht. Ich weiß nicht, ich habe hier auf dem Kanal auch so Bilder gepostet, also eigentlich so Progress-Bilder, die ich hochgeladen hatte aus den Zeiten, wo ich ganz essgestört war und auch aus der Zeit, wo ich gesund war, also auch vor dem EBV, wo ich wirklich eine schöne Figur hatte in meinen Augen. Klar, leichtes Untergewicht, aber wie gesagt, meine ganze Familie ist im Untergewicht und es wird sehr, sehr schwer für mich sein bis Donnerstag. Ich nehme das Video gerade Sonntag auf, 1 Kilo mehr drauf zu haben. Ich esse und esse und esse und mir steht schon bis hier. Und genau das ist es ja eigentlich, was man vermeiden sollte, weil ich esse eigentlich sehr, sehr gerne. Und ich habe auch nie das Gefühl, dass ich mir irgendwas verbieten muss. Ja, oder ich mache es einfach nicht. Ich esse, was ich will. Aber ich bin echt verzweifelt, weil ich mich vor allen Dingen nicht verstanden fühle und nicht gesehen fühle mit den Problemen, die ich habe, dass ich das Gefühl habe, okay, ich würde sehr gerne zu der Sozialberatung gehen und zu gucken, wie es für mich weitergehen kann, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen, ob es noch irgendwas gibt, was meine Situation verbessern kann. Die beraten ja auch zur Umschulung, Erwerbsminderungsrente, Wiedereingliederungsmaßnahmen, so was jetzt für mich gerade nicht in Frage kommt, weil ich keinen Job habe, aber ja, das wäre eigentlich schon so das gewesen, was ich mir gewünscht hätte, hier eine Unterstützung. Aber dass man sich jetzt auf ganz andere Themen konzentriert, mich massiv unter Druck setzt, das ist halt einfach nicht schön. So, ich muss sagen, ich halte halt wirklich auch tatsächlich gar nichts von diesen Essstörungskonzepten, es sei denn, man ist halt wirklich ganz, ganz schwer in der Essstörung drinne. Und kann halt nicht mehr alleine essen und nimmt immer weiter ab und kriegt das einfach nicht hin. Oder man hat wirklich Gedanken, man kann sich nichts erlauben oder man erbricht die ganze Zeit oder man hungert oder macht exzessiv Sport. Dann halte ich so eine Klinik für sinnvoll, aber das habe ich alles nicht. Also ich würde kann wirklich 100% sagen, ich bin gesund, was das angeht. Was ein Punkt ist, wenn ich Stress habe, nehme ich eher ab. Und mit Sicherheit wirken sich meine Emotionen aufs Essen aus. Das heißt, zum Beispiel nach dem Schwangerschaftsabbruch, als ich so depressiv war, hatte ich schon Probleme zu essen, aber nicht, weil ich dachte, ich werde dick. Oder auch als ich das EBV hatte und nur noch im Bett lag, hatte ich oft keine Kraft, mir was zu essen zu machen und habe mir halt wirklich einen Saft daneben ins Bett gestellt und ein Glas Nussmus, um die Kalorien reinzubekommen. Und ja, deswegen fühle ich mich hier gerade völlig missverstanden. Was ich natürlich verstehe, ist, dass ja, also dass die Klinik sagt, man muss einen bestimmten BMI haben, weil das gesundheitlich sicherer ist. Wobei meine Blutwerte hier kontrolliert wurden und die sind alle top in Ordnung. Der Arzt hat zu mir gesagt, sie haben ein super Blutbild, da ist alles optimal, was ja auch was heißt eigentlich. Und falls sich hier Leute Sorgen machen, befinde mich nicht in einem kritischen BMI-Bereich oder irgendwas, ne? Ich habe halt nur kein BMI von 17. Tja, was soll ich sagen? Und das ist halt, ja, das ist halt schon irgendwie scheiße gerade. Das heißt, falls ihr dieses Video jetzt vielleicht seht am Donnerstag, vielleicht bin ich dann schon gar nicht mehr in der Klinik, das kann durchaus sein. Ich versuche jetzt erstmal alles zu klären, war heute auch schon bei der medizinischen Zentrale und habe mein Problem nochmal geklärt, versuche das morgen nochmal mit dem Oberarzt zu klären, dann auch nochmal mit der leitenden Psychologin hier. Sollte das nicht klappen, werde ich die Rentenversicherung anrufen, weil eine Sache habe ich auf jeden Fall gemerkt, und zwar, dass mir eine Reha grundsätzlich gut tun würde, sofern das halt ohne Druck und ohne Zwang ist, muss ich sagen, profitiere ich von den Gruppen, die es hier gibt, schon sehr.
Das tut mir gut. Auch die Mitpatienten sind super nett. Also ich habe jetzt am Wochenende auch was mit denen unternommen, weil gestern Kaffee trinken. Da besteht gar kein Problem. Also es ist nicht so, dass ich mich hier nicht wohlfühle. Der Faktor, der mich hier nicht wohlfühlen lässt, ist, dass ich hier mich nicht ernst genommen fühle und ja, einfach massiv unter Druck gesetzt werde. Und auch diese Gespräche, die sich dann wieder nur um Essen und Kalorien drehen, da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Also ich meine, weiß man ja, für 1 Kilo Zunahme braucht man 7000 Kalorien mehr. Hat man jetzt schon einen relativ guten Stoffwechsel wie ich, der wirklich so 2400 Kalorien verbraucht am Tag, auch wenn ich im Untergewicht bin. Ja, dann ist man bei knapp 3500 Kalorien. Das heißt, man muss ständig stopfen, stopfen, stopfen essen und verliert ehrlich gesagt dann einfach auch den Spaß daran. Genau, und das möchte ich für mich einfach nicht, weil es mir zum Beispiel aktuell nicht so schlecht geht, dass ich darauf angewiesen bin, hier zu sein. Ich hatte ja mal die Situation in Hamburg in Ochsenzoll in der Klinik, wo ich quasi mehr oder weniger genötigt wurde, dieses Olanzapin zu nehmen, was ich eigentlich nicht wollte, wo aber gesagt wurde, wenn Sie das Olanzapin nicht nehmen, dann behandeln wir Sie nicht, dann schmeißen wir Sie raus. Also wieder Erpressung, wie jetzt auch. Und ja, damals war ich in der Situation, dass ich, ja, ich wusste, ich sterbe, wenn ich alleine bleibe. Ich wusste, ich kriege das mit dem Essen nicht hin. Ich wusste, ich kriege das mit der Suizidalität nicht hin. Ich lande sonst wieder in der Psychiatrie, wobei das auch eine Psychiatrie war. Und da war die Situation einfach eine ganz andere. Da war ich mehr oder weniger ausgeliefert. Jetzt muss ich sagen, fühle ich mich weder depressiv, noch fühle ich mich so instabil, dass ich mich nicht um mich kümmern kann. Ich weiß, dass ich nicht abnehmen werde, wenn ich zu Hause bin. Eher im Gegenteil, ich werde eher zunehmen, wenn ich wieder in meinem entspannten Umfeld bin. Und dementsprechend mache ich mir jetzt auch nicht so viel Sorgen. Ich habe schon mit meinem Freund darüber gesprochen, ob der mich am Wochenende abholen würde, wenn man das irgendwie so regeln kann, dass man einfach hier noch ein paar Tage bleiben kann. Oder auch der Schwester gesagt, dass sollte es quasi zu einem Rauswurf kommen, weil irgendwie das Gewicht am Donnerstag halt nicht passt oder ich zu wenig zugenommen habe oder vielleicht will man mir noch einen Gewichtsvertrag aufdrücken für die nächste Woche sozusagen. Da muss ich sagen, das mache ich nicht, weil ich lasse mich hier nicht unter Druck setzen. Es tut mir nicht gut. Es führt zu massiven Erschöpfungszuständen. Und ja, dementsprechend bin ich gerade ganz schön enttäuscht. Ja, weil ich mich einfach nicht ernst genommen fühle, ne? Also es ändert nichts daran, dass ich die Therapien hilfreich finde. Aber ja, was soll ich sagen? So ist der aktuelle Stand der Dinge. Genau, so viel erstmal zu diesem kurzen Update von mir zum Thema Hyperhidrose. Jetzt, wie sich das bei mir gerade entwickelt, werde ich nochmal ein extra Video machen, weil es echt belastend ist und ich definitiv jetzt sagen kann, es hat 100% was mit Emotionen zu tun. Es ist ein Ventil von meinem Körper und unter Stress und Anspannung geht es hier richtig ab bei mir. Genau, so viel von mir erstmal zu diesem kurzen Update. Ich danke fürs Zusehen und sag bis dann. Tschüss.